Das Remake zu Resident Evil 4 ist da. Du musst es unbedingt zocken, haben sie alle gesagt. Das Original war schon unendlich geil, haben sie gesagt. Und da ich mich ja bei Horrorspielen niemals einscheiße, absolut Headshots-mäßig voll daneben liege, aber dafür die Patronen verbrauche wie kein anderer, habe ich mir gedacht, her mit dem Game, auf geht's. Das Gameplay, was ihr jetzt sehen werdet, sind Highlights aus meinem Stream. Wenn ihr Bock habt, schaut auch mal vorbei, twitch.tv/derzwille. Vielen Dank, bis dann, viel Spaß beim Video. Brauchst du? Was ist das? Warum kann man nicht sagen nein oder so? Was ist dieses Abwinken? So anstatt nein. Also wenn man so macht, so ach, egal, okay. Aber als nein. Hä? Kapitel 1. Perfekt. Ein Schuh. Okay. Das ist schon mal so der Start. Perfekt. Ja, der beste Resi-Charakter, der sich nicht mehr durch einen kleinen Busch durchwinden kann, um da ins Haus zu kommen. Einfach nur ein, zwei Äste im Weg. Ach, guck mal an. Offen kann er auf. Und ist direkt aus der Puste. Warum? Warum? Also jetzt mal ohne. Ist er denn gegangen? Jetzt mal ohne Scheiß. Warum? Welcher Spieleentwickler muss hier jetzt unbedingt dafür sorgen, dass man hier nicht geradeaus kann, sondern dass man hier rumlaufen muss? Was ist das jetzt für eine ausschlaggebende Situation? Okay, da stört mich auch nicht der Leichnam. Gegen klug schlau sein. Ist so. Ist so. Aber da stört mich auch nicht die Leiche. Das stört mich eher so, wer verkackt, stellt da drei Kerzen hin. Was soll das? Jemand zu Hause? Also so wie das da draußen aussah, willst du doch gar nicht, dass hier irgendwer ist, oder was? Ein primitiver Talisman. Das Urteil naht. Eigentlich, also die Rezension, die ich gelesen habe, da war eher so wenig Horror, eher actionlastig. So, aber die Situation hier, erinnert mich ein bisschen mehr an Resi 7. Und halt die Fresse, da habe ich mich wirklich eingeschissen. Da habe ich mich wirklich eingeschissen. So, welchen Schlüssel nehmen wir? Moin, Meister. Moin, Meister. Oh, hier sieht das schon gemütlicher aus. Sorry, dass ich so reinplatze. Oh, du hast seinen Garten gesehen, du hast die Hälfte seines Hauses gesehen. Ja, gibt's nicht mehr viel zu reden. Mario Fernandez. Ich hab's gleich gesagt.
Ja, auch direkt machen können. Das gefällt mir nicht. Immerhin Schlüssel der Jagdhütte. Perfekt. Es gefällt ihm nicht, sagt er. Was ist das? Das ist ein Affe? Hä, bin ich jetzt... Ich erkenne das nicht. Das ist ein Affe oder was soll das sein? An den Hase! Ein Kaninchen, jetzt sehe ich's. Okay. Ein Affe? Ein Affe wäre auch nicht. Okay, das wäre auch... Hey, es ist einfach ein Kaninchen. Boah, wie das riecht. Ja. So aus wie die ganz normale frische Suppe von meiner Frau. Alles gut. Ist auch so ein Ding. Also spätestens... Naja, nee, ich hätte schon viel früher, aber... In diesen Keller braucht man ja nun bei Weitem nicht rein. Was ist das? Das ist der Elefant. Hey. Das ist wohl Mario Fernandez. Oder was von ihm übrig ist. Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Aus der Jagdhütte entkommen, Waffe ziehen und schießen. Perfekt! Was jetzt wohl passiert? 10 Schuss. Alles klar. Ich brauche durchschnittlich 6, um überhaupt in die Nähe des Gegners zu kommen. 2, um die Kniescheibe zu zerfetzen. Mit Glück habe ich dann noch 2, die da hinwandern, wo sie hin sollen. Ich hasse das, wenn man weiß, dass... Also, dass man, wenn man hundertprozentig weiß, ist was, dass was passiert. Es heißt einfach, entkommen aus der Jagdhütte. Ja, perfekt. Gucken wir uns ihn lieber noch mal ein bisschen an. Und es ist das Tutorial, wie man schießt. Hervorragend. Was war das? Ich weiß es nicht. Mit wem redest du? Ich weiß es nicht. Wow, 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 wie viel Schuss braucht man denn? Er lebt immer noch? Sag mal, du wolltest mich verarschen. Langsam ist es nicht mehr witzig. Verarsch mich doch. Wo hab ich denn hingeschossen? Noch mehr? Oh ja, perfekt. Hier war Sackgasse, ne? Ja. Mega. Ich habe noch 3 Schuss. Hup, hup. Ich habe jetzt noch 3 Schuss. Ah! Hey, Fett, komm. Komm, komm, komm. Jetzt steh. Ja, das war so klar dein Schädel, du kannst gar nicht mehr leben. Es juckt ihn nicht. Es juckt ihn einfach nicht. Also irgendeiner hat gerade Magen-Darm. Sauber. Ab sofort wird nur mit dem Messer gekämpft. Ja. Ja, komm ran! Zack!
Alles klar. Perfekt. So, lauf, 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 lauf. Kannst du auch laufen? Komm, du. Hau nochmal ein und weg. Und weg. Kommen wir da durch? Und hier nach oben ist gar nicht gut. Wieso laufe ich denn nach oben? Du brauchst deine Waffe nicht ziehen. Du hast keine Munition. Messer ist auch nicht unbegrenzt. Perfekt. Genau das richtige Spiel für mich. Ach, jetzt kommt er auf die Idee zu telefonieren. Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Ach so. Die Präsidententochter, Baby Eagle. Jetzt kommt er auf die Idee zu telefonieren. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was ist los? Melde mich. Jo! Komm, schick doch gleich die ganze Familie. Aber warum reicht es nicht einfach, den Johnnies einmal kurz in den Schädel zu wummen und dann ist gut. Und nicht dieses... Ah! Oh, Alter! Fick dich! Verflucht. Stehe auch nicht, warum er alleine oder was ist da denn gerade runtergefallen? Ja, moin! Ah, lecker. Ja, perfekt. Oh. Ja. Ach du Scheiße. Das war's mit dem, Bruder. Hervorragend. Okay. Hab verstanden. Große Schießen. Er hat ja gar keine Waffe. Ja, komm her. Ach so. Komm schon. Der hat doch gar keine Waffe. Mach ihn platt. Ah, okay, 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 okay. Ich verstehe. Oh. Ja. Weg. Ach, nachladen. Ja, 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 ja. Ach, der steht auch noch mal auf. Wir nutzen jetzt alles, was wir haben. Ist erstmal eine Blendgranate. Zack. So, jetzt sind die alle völlig verwirrt. Kommen wir von der Seite. Ach so. Blendgranate hat euch nicht gejuckt. Verstehe. So stelle ich mir das vor. Okay, kurz mal weg. 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 Weg, 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 weg. Noch wer? Oh nein! Ich dachte, ich habe noch diese scheiß Dings. So, so mal! Was ist denn mit dir? Ja, nur jetzt wird's wieder interessant. Alter, wie schnell die aber auch mich greifen, ey. Was ist denn das für eine Kacke? Und da kommen immer noch mehr OPs. Jo! Ach, die werfen! Ach so!
Auf einmal werfen die dicken Obis die alten Säcke mit einer Axt rum. Jetzt ist meine Pistole kaputt. Jetzt ist auch noch mein Messer im Arsch. Was mach ich denn jetzt? Jetzt habe ich ja gar nichts mehr. Du verarschst mich. Können wir da durch? Warte mal, ich muss mal hier vorbei. Leute, lass mich mal weg hier. Nee, warte. Ja, kurz besiegen. Ja, Pistole. Oh, Pistolenmuni. Wie viele sind denn das? Ach komm, halt die Fresse. Wie willst du denn die alle platt machen? Ja! Ganz genau. Alles klar. Kommt der Jim Bob noch? Sorry. Ich laufe jetzt hier rum. Moin. Ich muss hier mal durch. Ja, ich laufe genau in die Arme. Perfekt. Hier geht's nicht weiter. Doch, nee, geht nicht weiter. Und er kommt einfach mit der Motorsäge. Digga, das ganze Dorf. Guck dir das an. Jeder holt irgendwo seine Axt, sein Messer. Ist denen alles scheißegal. Die holen einfach alles. Komm ich hier raus? Komm ich da nicht raus? Nee, ja, perfekt. Ja, Leute, ich muss hier nochmal durch. In der oberen Etage, ja. Das ist doch hier. Komm ich hier rein? Nein, natürlich nicht. Aber natürlich kein Schlüssel mehr. Das ist doch der absolute Quatsch, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Ah, alles klar, okay. So, in der Ecke war ich das schon. Okay. Ach, da warten sie auch noch. Okay, er hat einfach gar keinen Bock. Das. Die irgendwann müde werden? Werden die vor mir müde? Wollt ihr mich verarschen? Ja, das war richtig. Wollt ihr mich verarschen? Ah, nee. Wo hier? Sackgasse, ne? Nee, hoch. Hier oben ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Wo kann ich jetzt hier die Scheiße? Grünes Kraut. Ein grünes Kraut, das ein wenig Gesundheit wiederherstellt. Dann nehmen wir erstmal, ne? Herstellen, was kann ich denn damit herstellen? Kräutermischung. Machen wir doch mal. Ah, warte mal, da war noch was anderes. Was war denn hier? Grr plus Rr. Das ist ein Grr plus Rr. Machen wir auch einfach mal. Nutzen. Ja, siehste. So. Ah! Was zum Teufel war das denn? Tenemos que servir. Halt die Fresse. Fresse. Ist doch ganz, ganz einfach. Man rennt sich den Wolf. Klingelt da ein bisschen rum. Und jetzt chillt er zwischen denen. Natürlich. Wo ist der Maskenmann? Okay, ganz wilde Sekte. Das ist eine ganz wilde Sekte. Mir kann keiner erzählen, wo wollen die hin? Dass du dieses ganze Dorf so zum Start clearen kannst. Das kann mir kein Mensch erzählen.
Never ever kriegst du dieses Dorf direkt am Anfang geklärt. Müsste ich sie jetzt hören, weil ich höre gar nichts. Windmühle. Verstanden. Nein, ich habe nichts verstanden. Und dann bin ich morgen Nachmittag. Also morgen wird auf jeden Fall länger gestreamt. Ich werde morgen. Ah! Huhn? Hat mich gerade ein Huhn angegriffen? Hör auf! Ich hatte nicht gerade wirklich ein Huhn angegriffen. Was? Sag mal. Werf die Kuh mich auch an? Verpiss dich. Ist ich denn ernst? Ja, morgen wird es auf jeden Fall länger. Morgen Nachmittag irgendwann und dann schön den Abend durch. Dann flippe ich hier richtig aus. Oh, oh, oh. Das hältst du denn alles aus, sag mal. Gibt's ja wohl nicht. Bin gar nicht mal so richtig, wenn ich das blaue Medaillon suche. Das muss. Oh, jetzt kommen auf einmal wieder 80 Leute gleich, oder was? Oh, oh, das klingt nach einem verdammt großen. Oh, nö. Geht aufs Haus! Juckt die nicht! Oh, es juckt die nicht! Okay. Juckt ihn einfach nicht? Doch, das juckt ihn schon. Ei! Sag mal! Und zack, hat er eine neue Axt in der Hand. Okay. Was mit ihm? Was ist mit ihm? Was soll das denn? Steht der auch nochmal auf? Oh Gott, er kommt hoch. Moin! Oha! Noch ein?